Wie bleiben jetzt eigentlich die Krömli auch richtig frisch? Krömli schmeckt doch wirklich frisch am besten. Wenn du dann aber gleich noch Erfahrung hast, hebt es in der Regel 2 bis 4 Wochen ganz sicher. In unserem Betty-Bossi-Rezept steht natürlich auch, wie lange das Krömli haltbar sind und da pro Sorte natürlich. Ich gebe dir jetzt aber verschiedene Tipps, wie du deine Krömli lagern kannst, damit sie wirklich fein bleiben. Tipp 1. Du deine Krömli wirklich alle auf einem Gitter auskühlen, bis sie ganz kalt sind, weil beim Lagern wäre sie sonst feucht und sie würden anfangen schimmeln. Tipp 2. Füll deine fertig ausgekühlten Krömli alle Metallkrömli-Dosen ein, so fangen sie nämlich nicht an zu schwitzen. Tipp 3. Krömli können alle Sorten getrennt in die Metalldosen ein. Und zwar darum, sie würden sonst den Geschmack voneinander annehmen. Die ganz heiklen Krömli trennst du mit einer Schicht Backpapier, damit dann wirklich Krömli schön bleiben. Wenn du gemischte Krömli in Säckchen möchtest verschenken, dann lass Krömli möglichst lang in den Dosen rein, Sorten getrennt, und du hast erst ganz am Schluss noch ins Säckchen zum Verschenken. Tipp 4. Du hast sicher auch schon gehört, dass man einen Äpfelschnitz oder einen Zitronenschnitz in den Krömli lagern kann. Da raten wir aber ab, wir wissen, die wären teilweise dann eben schnell grau. Viel besser ist, zum Beispiel, wenn Krebeli möchtest, weich behalten, du es ausgekühlt in einen Tiefkühlbeutel, verschliessen es und es könnt ebenfalls in eine Metalldose nur, wird zugedeckt und so bleibt es eben weich.